Guten Morgen, ihr Lieben, und ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Und ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte Post von doityourselfdigitalamt.com, und ich glaube, wir haben, ja, ich sag mal so, von allem etwas. Und es ist auch etwas dabei, worauf der ein oder andere schon sehnsüchtig gewartet hat. Ich weiß es genau. So, wir holen es mal hier raus. So. Ich schiebe es darüber. Und wie immer lege ich es hier an die Seite. So. Ich habe mir noch einmal so einen Wachsstift ausgesucht. Die Farben sind da immer also zufällig, ich habe noch nie gesehen, dass man sich eine Farbe aussuchen konnte. Ne, das ist ja jetzt der, den ich aktuell habe. Und ich dachte, ich bestelle mal noch einen, weil ich die so cool finde. Die sind einfach mega cool für Strasssteinchen, für Sondersteinchen vor allen Dingen. Und jetzt ist es einmal in Gelb. Meine Lieblingsfarbe. Und ja, hier habt ihr die Wachsspitze. Die ist echt super. Mit Stöpsel. Und hier habt ihr einmal die ganz dünne Spitze. Die ist auch echt gut. Also da will man nicht meinen, aber damit lässt sich es auch echt gut legen. Und ihr habt dann immer entsprechend der Farbe hier in der Mitte so kleine Kristallsteinchen drin. Sehr, sehr gut. Kann ich also wirklich nur empfehlen. So. Dann habe ich. Ja, das kennt der ein oder andere schon. Vor allen Dingen aus dem Auto zum Beispiel. So eine, ich sage mal Gummimatte, sage ich immer. Ja, wo ihr euer Schiffchen draufstellen könnt und dann verschiebt sich's nicht mehr. Ja, dann rutscht es nicht mehr. Wenn ihr schon mal, also ich habe das oft, wenn ich das auf die weiße Folie stelle, über mir zum Beispiel, über dem zum paintenden Bereich, dass es dann schon mal wegrutscht. Ne? Dann legt ihr das mit drauf, das Schiffchen drauf und dann passiert da nichts mehr. Ja, ich mache es jetzt nicht auf, weil sonst kommen dann nachher Fluseln drauf. Ich packe das erst aus, wenn ich das auch benutze. Ja, gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt einfach mal so eine dunkle, was ist das, schwarz, ja, genommen. Okay, dann kommen wir zu einem Bild. Zu einem Bild. Ich bin gespannt. Ja, heute ist der erste Advent. Kerzchen habe ich schon angemacht. Was macht ihr so? Habt ihr schon dekoriert? Ich habe hier schon gefühlt seit Anfang November dekoriert. Und ja, war gut bestens vorbereitet. So, jetzt haben wir hier ein Bild. 30 mal 50. 24 Farben und runde Steine. Wir haben ein Toolkit. Wie gesagt, runde Steine, Acryl, aber wirklich, also immer gute Qualität und auch immer genügend. So, jetzt zeige ich euch mal das Bild. Das ist eine Winterlandschaft. Hier ist ein Häuschen, ein verschneites. Hier sind zwei Rehe. Ich halte es euch mal so. Vielleicht könnt ihr es dann besser erkennen. Ich filme immer im Querformat. Ja. Und ich fand das so schön. Die Stimmung so toll. Hier haben wir noch diese tollen Schneeflöckchen und hier den Hintergrund, die Bäume, die Farben. Also, ne, das sind ja immer wieder mal genau meine Farben. Ich verlinke euch natürlich das Bild
in der Videobeschreibung und da könnt ihr dann euch die Vorschau mal genau anschauen, wie es denn aussehen soll. Ja, wir gucken die Klebkraft bombenmäßig. Die Leinwand glitzert wie verrückt, wie immer bei Do It Yourself Digital Art. Und dann gucken wir uns mal den Druck an. Und der ist auch wieder 1A, da kann man nicht motzen. Ja. Ja, ihr habt Buchstaben als Symbole, DMC-Nummern stehen auch bei der Legende mit bei, rechts unten, links oben. Und ich finde es einfach so schön. Das ist so ein muckeliges Gefühlbild. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, das hat mir total gut gefallen. Aber ich denke mal, das ist dann eher fürs nächste Jahr. Das schöne Bild. Weil ihr wisst ja, mein Weihnachten war noch nicht, aber ich sage immer, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja. So. Dann haben wir hier noch ein Bild. Na, und es ziert sich. Es ziert sich. Das Bild ist 30x40. Oh ja. 30x40. Oh. Runde Steine in Zipbeuteln. Acryl. Die Farben, ne? Da muss ich gleich wieder an die Eule vom letzten Mal denken. Die Farben sind so mega schön. Ein Toolkit. Und guckt es euch an. Wir haben 24 Farben. Ist der nicht süß? Ist er nicht süß? In dieser Art der Bilder habe ich bis jetzt immer nur Katzen und so gesehen. Und jetzt gab es endlich mal einen Hund. Ist er nicht niedlich? Oh. Ja. Richtig schön. Es klebt sehr, sehr gut. Und auch hier der Druck. Wunderbar. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Motive in dieser Art. Und das ja, musste ich haben. Gefällt mir. So. Und dann haben wir, mein Gott, völlig untypisch für mich, so viele Bilder. Aber gut. Eins haben wir noch. Wenn ich denn hier den Anfang finde. Eins haben wir noch mit einem Toolkit. Und wir haben runde Steine. Ja, wie immer stehen auch die Bildnummern drauf. Und die DMC-Nummern hier. Und jetzt haben wir ein Bild. In 30x30. Aber guckt es euch an. Ist die nicht süß? Hier ist diesmal kein Vorschaubild auf der Leinwand. Wir haben 20 Farben. Boah, das ist voll cool. Das ist richtig cool. Es klebt mega. Wir gucken uns mal den Druck an. Ja. Das ist teilweise sehr konfettimäßig. Aber das mag ich. Also das mag ich lieber, als wenn ich so viel von einer Farbe painten muss. Richtig schön. Guckt es euch an. Ich bin begeistert.
So. Meine Nase juckt. Also wenn ich gleich niesen muss, dann schon mal Entschuldigung im Voraus. Aber meine Nase kitzelt. So. Und jetzt kommen wir zum Highlight für einige. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe mir das Richtige ausgesucht. Das ist Paper Quilling. Also was zum Basteln. Und jetzt werden einige sagen, hey, die Sabdi hasst doch Basteln. Ja, aber ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es ausprobieren. Und ich habe echt keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier haben wir so ein Lineal, das habe ich mir mal angeguckt. Da kann man das dann so drehen und dann da rein und dann bleibt die Form. So, dann haben wir hier eine Pinzette dabei. Und hier so ein Ding. Sowas. Und mal schauen. Ja, ey, da bin ich echt gespannt. Ich habe auch versprochen, dass ich das in dem Video mal mit euch machen werde. Ohne mir vorher groß anzuschauen, wie man das macht. Ich werde es einfach versuchen. Und hier ist... Ach ja, das habe ich auch gesehen. Hier ist so eine... Seht ihr den Schlitz dazwischen? Da steckt man das Papier ein und dann dreht man das. Ja, irgendwie so. Das wird spannend, Leute. Das wird richtig spannend. So, dann haben wir hier die Papierstreifen dazu, die man braucht. Und dann haben wir hier diese Vorlage. Die Vorlage haben wir. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Anleitung, wie man das macht. So soll es übrigens aussehen. Ist ja nicht süß. Alles auf Englisch, da habe ich jetzt nicht so das Problem. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich das befestige dann auf dem Papier. Also eigentlich muss man das ja irgendwie kleben, ne? Würde ich mal sagen. Ja, das werden wir aber dann feststellen. Also zum Kleben sehe ich jetzt hier nichts, was dabei ist. Ich weiß auch nicht. Guck mal eben schnell. Hier bei den Papierstreifen. Ja, die kleben ja nicht. Ja, aber ich habe ja Kleber. So, daran soll es nicht scheitern, ne? Ihr Lieben. Ja, vielleicht weiß einer, welchen Kleber man dafür am besten benutzt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr da Ahnung von habt. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben. Und ja, bin ich echt gespannt. So, und jetzt gibt es noch was in eigener Sache. Und zwar habe ich so viele liebe Anfragen von einigen von euch bekommen, ob ihr denn mal meine Adresse haben könnt. Ihr möchtet mir gerne eine Postkarte schicken, gerade jetzt so zur Weihnachtszeit und so. Und da habe ich mir gedacht, bevor die ganze Diamond Painting Welt in Deutschland meine Adresse hat, habe ich mir eine Packstationsadresse zugelegt. Die findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Da habe ich die mit eingetragen, mit hinzugefügt. Und die könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr mir eine Karte schicken wollt oder was auch immer. Ja, also seid mir bitte nicht böse. Aber ja, ne? Muss ja jetzt nicht meine Adresse jeder haben. Nimmt es nicht persönlich, aber denkt mal drüber nach vielleicht. Wenn jetzt fremde Leute euch fragen würden. Und, ja, ne? Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und ja, dann sind wir schon am Ende vom Video. Ich werde mich jetzt gleich hier nochmal mit beschäftigen. Ansonsten sehen wir uns heute Abend in meinem Livestream um 17 Uhr in der Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet Gruppe. Ja, ich würde sagen,
Wir sehen uns. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen ersten Advent. Ich habe die nächste Woche Urlaub. Yay! Und ich schicke euch wie immer ganz viel Liebe, ihr Süßen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.